So, meine Lieben, willkommen auf dem Fangsee-Kanal. Heute sind wir wieder in den Niederlanden. Heute wollte ich mal so ein bisschen Flusshopping machen. Flusshopping, Kanalhopping. Mal gucken, wie es geht. Ich suche mir immer eine Stelle aus, fische da 1 bis 2 Stunden oder vielleicht eine halbe Stunde, kommt immer drauf an, wie der Grund ist. Fische mich da ein bisschen durch und gucken. Wenn aber kommt, kommt was, und wenn nichts, nichts. Auch wenn ich da einen guten Fisch fange, packe ich ein und ziehe weiter. Mal gucken, ob man so irgendwie, was weiß ich, mehr Fische fängt oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, was Sache ist. Warte mal, ich drehe euch mal einmal um. Dann wisst ihr auch mal so ein bisschen, wo es lang geht. Hier, da unten ist jetzt ein bisschen blöd. Kann man schlecht sitzen. Hier sind mehrere Kanäle, die aufeinandertreffen. Ich werde mal eben ein bisschen weiter hochfahren. Und ja, gucken, was da passiert. Warte, so. Wieder schön am Start hier. Ja, guck mal, ich fahre jetzt ein bisschen hoch. Fahre erstmal alles so ein bisschen ab. Wir haben jetzt auch recht früh. Was heißt recht früh? Früh für meine Verhältnisse, 9:30 oder so. Ne? Nachher, Mittagszeit, beißen die Fische eh nicht. Und dann fange ich an zu angeln. Ist immer so bei mir. So. Ja, dann gucken wir mal. Oh, ich liebe die Natur hier. Das ist ja wirklich vom Feinsten hier. Okay, bis am nächsten Spot, meine Freunde. Hier ist auch nicht schlecht. Hier ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Okay. Warte mal, ich drehe euch mal um. Seid da ein bisschen mit dabei. So. Aber hier, ui, ja, was war da? Ein bisschen aufregend hier. Warte mal, ich fliege. Soll ich, ich muss auch mit meinem Wackeldackel hier runter. Warte, ich gucke erst mal. Obwohl das hier schon richtig klasse ist. Warte, ich geh mal leise. Mal gucken, ob wir ein paar Fische sehen. Hier hängen bestimmt Schleien drin und so. Ui. Guck mal, ui, aber schlecht ist das hier nicht. Schön versteckt. Ach. Okay. Ja, dicke Steine hier. Ja, da ist so ein typischer Kanal, ne? Naja, nur hier kannst du jetzt nicht sitzen. Mit meinem Wackeldackel klappt das hier nicht so ganz. Aber hat was. Da sind Fische am Grundeln. Da sind Fische am Grundeln. Okay, so weiter. Ja, nicht schlecht hier. Verrückt. Wo bin ich denn hier? Da muss ich wieder hoch. Nee, mit dem Wackeldackel hier geht nicht. Aber gut, gut. Wenn du hier mit so einem kleinen Klappstuhl runtergehst, dann geht das bestimmt. So, jetzt muss ich aber langsam mal ein Plätzchen finden, wo ich meine erste Kurzzesche machen kann. Ah, so. Warte. Ich drehe euch wieder. So. Seid ihr wieder am Start. Ah. Aber toll hier. Die Niederlande liebe ich ja schon, ne? Und immer dran denken, wenn ihr hier seid, Leute, alles mit Respekt angehen. Und die Stellen immer schön für sich behalten. Okay, dranbleiben. Neue Stelle. Müssen wir mal gucken. Hier sieht irgendwie schon ganz gut aus. Gefällt mir hier der Kanal. Bisschen verkrautet. Kanal, Fluss, im Fluss. Hier ist ein Fluss. Hier geht ja alles immer Kanal im Fluss rein. Und dann wechselt sich ja hier immer alles. Finde ich ganz gut hier. Ist zwar ein bisschen klein, aber wir gucken mal. Ich zeige euch den eben. So, hier hinten, ich denke mal, da wird es noch krautfrei sein. Hier ist viel Seerosen, geht bis in die Mitte rein, also ich sag mal so bis hier. Hier ist so ein Streifen, denke ich mal, oder sieht man auch, wo kein Kraut ist. Ich denke mal, hier werde ich mal gleich eine hinsetzen, schönen kleinen Futterplatz machen und eine ein bisschen weiter da hinten raus.
damit ich von diesem Fluss auch noch was mitkriege. Also hier ist eine Y-Gabelung. Hier treffen zwei Flüsse aufeinander und werden zu einem großen Fluss. So, und jetzt versuche ich wirklich, die Fische von da hinten abzufangen und von hier ein bisschen abzufangen. Ja, und mal gucken, was dabei rumgeht. Ich baue alles auf. Warte, ich drehe euch um. So, ich baue alles auf und dann seid ihr mit dabei. Dann schauen wir, was passiert. Mal gucken, vielleicht kriegen wir einen. Hier mache ich jetzt eine Stunde. Deswegen, ich baue alles ganz knapp auf. Zwei Ruten, Wackeldackel, fertig. Und dann schauen wir, was passiert. Stündchen mache ich hier. Und dann marschieren wir weiter. Okay, dranbleiben. So, meine Lieben, ich habe alles aufgebaut. Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal. Ich mache jetzt eine Stunde, genau eine Stunde. Ich habe auf die Uhr geguckt, wir haben jetzt 10:45. Ich mache jetzt genau bis 11:45. So, wenn da nichts war, auch wenn was war, auch wenn ich einen Fisch fange, im Gegenteil, wenn ich jetzt, sag mal, ich würde jetzt einen etwas größeren Fisch fangen, danach würde ich sofort einpacken. Danach würde ich sofort gehen. Und wir schauen mal. Gut, ich fische heute nur mit Pop-Ups. Ich mache auch gar keine andere Experimente. Hier, ich habe die von, ach, wie heißen die? Hitrun. Ja, finde ich ganz gut. Schöne Farbe, schönes Rot. Fällt hier extrem auf. Da muss man, gerade gedacht, ich hätte einen Biss. Da muss man so Zeug reinsprühen. Also, gut, riecht lecker. Also könnte ich selber essen. Das ist dann ein Boilie für einen Angler. Weißt du Bescheid. Und einen weißen. So. Links Method-Route, rechts Method-Route. Links habe ich einen weißen Poppy drauf, rechts einen roten Poppy. Dann gucken wir mal. Ich habe einen Pelletkorb drauf. Im Pelletkorb von meinen Kumpels Schleinschreck habe ich drei. Diesmal Blutwurm. Blutwurm aus dem Grund wegen Schleien. Ich versuche irgendwie ein paar schöne dicke Schleien zu kriegen. Hier sind hier vorne sind auch jede Menge Rosenfelder, die jetzt langsam rauskommen und da habe ich immer Hoffnung, dass ich dann auch irgendwie eine schöne Schleie überlisten kann. So, pass auf, geht weiter jetzt hier. So, das haben wir, das haben wir. Und dann habe ich mir noch eine korrekte Mischung gemacht, die ich schön mit der Schaufel rausschießen kann. So, die eine schieße ich mit der Schaufel raus und wenn es ein bisschen weiter rausgeht, mache ich mit Pellets. Und Pellets, die größeren Pellets, die habe ich von Zamataro. So, und jetzt hier meine korrekte Mischung. Oh, guckt euch das mal an. Das ist so eine richtige Maisbombe. Natürlich Mais habe ich mit drin. Dann habe ich solche Mais-Pellets mit drin. Dann habe ich dicke Mittel drin von NatureBait. Dann habe ich schöne Tigernüsse mit drin. Und auch ein bisschen Kleinsamen, ein bisschen Hanf. Mal gucken, was passiert. Oh, riecht auf jeden Fall lecker. Und alles gesoapt mit, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, von Boilie Scout. Maismilch von Boilie Scout. Damit soap ich das alles immer schön. Kommt auch kein nix, sonst nichts dran. Eigentlich fange ich da in der Regel immer recht gut mit. So, wir sitzen die Sache jetzt hier eine Stunde aus und wenn nichts geht, ziehen wir weiter. Meine Freunde. Die linke war gerade ganz komisch. Die ging so, hier ist schon extremer Druck drauf. Und wenn hier ein bisschen Dreck mitgezogen wird, geht die Schnur immer so nach rechts, dann fängt sich da was rein und dann versetzt er den Korb. Aber jetzt gerade ist er nach links gegangen. Ich gucke einfach mal nach. Ja, irgendwas, ja, ist auch wieder Kraut drin. Hier fängt sich immer das Kraut hier rein. Das ist komisch. Seht ihr? Aber das ist nicht das Kraut, weil am Boden ist, sondern das ist, was von diesem Fluss von links nach rechts kommt. Also, setze ich die Route nicht mehr hier hin, weil die doch viel einfängt, sondern setze mir die neben der anderen Route da.
Dann versuche ich da nochmal, weil hier bringt das nichts. Alles, was von jetzt hier aus dem Kanal kommt, oder Fluss, da ist jede Menge Dreck mit drin. Da bleibt immer in der Schnur hängen, was hier bei dieser rechten Route im Prinzip irgendwie gar nicht ist. Hoppala. Ohne Futter ist blöd, oder? Mit Futter macht Method Angeln mehr Spaß. Ah, ist wieder ein bisschen schlimm. Kennt man ja alles von mir. So. Schauen wir mal, was da passiert. Zack. Da kann ich jetzt auch noch liegen bleiben. So, da schießen wir, weil er ein bisschen weiter ist, schießen wir da noch mal ein paar Pellets hin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wir warten ab. Ich denke mal, ich weiß nicht, wie spät wir da haben, aber eine halbe Stunde haben wir noch. Und dann schauen wir. Dranbleiben. So, meine Lieben. Stylische Brille habe ich aufgezogen. Die extra aufge... Ich habe gerade gedacht, ich hätte Bisse. Aber die Schnur ist so locker. Ganz komisch. Auf jeden Fall... Die Stunde ist rum. Ich hole jetzt die Ruten rein. Ich muss sagen, mit der rechten Route stimmt was nicht. Werden wir gleich sehen. Ich lasse euch ein bisschen laufen. Könnt ihr ein bisschen zugucken. Aber die Stelle, das Problem ist ganz einfach, dass hier doch recht hoch Druck drauf ist. Hätte ich nicht gedacht. Das muss ich ehrlich sagen. Weil dieser Fluss, der von links kommt, der bringt unwahrscheinlich viel Dreck mit. Okay, bei der ganzen Wettersituation kann ich mir das auch gut vorstellen. Ne? Mit dem ganzen Regen und, und. Der spült viel Kraut mit. Und da bleibt dann immer eine Schnur hängen. Und ja, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Ich weiß, weiter oben sind mehr beruhigte Zonen. Die werde ich jetzt mal ein bisschen anfahren und gucken. Also, Stunde ist rum. Wir packen ein und dann schauen wir mal. So. Aber ist auch lustig. Da ist gerade ein Holländer gewesen, ein älterer Herr. Ich denke mal so um die 60. Der war auch. Vielleicht 20 Minuten hat er hier geangelt. Jetzt packt er ein, sucht auch eine andere Stelle. Ha! Ich sag's immer wieder. Wir können von den Holländern lernen. Das ist einfach so. Ich hoffe, man sieht alles. Oh, denke ich mal, ne? So, ich habe eine neue Stelle gefunden. Liegt zwar wieder ein bisschen an der Straße, aber ja, gut. Da gewöhnt man sich schnell dran. Jetzt wollen wir mal eben testen, ob die auch gut ist. Ja. Die werden wir mal eben den Boden abkratzen. Dann weiß ich genau, wo das Krautfeld ist, ob das noch funktioniert hier. Können wir auch gleich sehen, wie die Strömung ist. Tiefe ist gut, 2 bis 2,5 Meter, passt. Boden ist recht hart und hier vorne kommt erst das Kraut. Kraut ist hier vorne an der Kante. Ja. Sieht gut aus. Also wir müssen dann schon mittig angeln ein bisschen. In der Mitte jetzt sind wir am Kanal. Gucken wir die andere Seite noch mal eben. Können wir nachher schön auf jede Seite einen hinschmeißen. So. Hier ist überall so um die 2 Meter tief. Ist für Pellet-Method schon perfekt.
Ja. Versuche mal eben hier vorne. So. Okay, Kraut fängt wieder hier vorne an. Okay. Ja, wunderbar. Also, das heißt, in der Mitte können wir schön angeln. Nächsten Spot haben wir gefunden. Ich hau mal eben eine Kelle Futter drauf und mal gucken, was passiert. So. Nicht ganz so viel. Aber immer schön verstreuen, damit die Fische, wenn die vorbeikommen, nicht nur eine Linie fahren, sondern wenn die an einem gestreuten Feld sind, damit die ein bisschen drauf stehen bleiben und anfangen rumzusuchen. Das ist eigentlich immer ganz gut, für mich persönlich. Ich finde es immer perfekt. Also ein bisschen streuen. So. So. Das zieht sowieso alles ein bisschen darüber. Ein ganz klein bisschen. Da hinten auch noch mal ein bisschen hin. So. Das gleiche machen wir links auch noch mal. So. So haben wir jetzt das ganze Feld schön abgestreut. Und wenn Fische kommen, dann bleiben die auch hier und fangen schön an zu suchen. Einen machen wir noch, klein. Ich mache immer nur so ganz klein bisschen drauf hier. Hey, nicht, dass ihr meint, wisst ihr schon. So, der geht nochmal nach da hinten. So. Ganze Feld habe ich jetzt schön abgestreut mit meiner Geheimwaffe hier. Könnt ihr euch nochmal anschauen hier. Vom Feinsten. Oh, das riecht nach Mais ohne Ende. Ich versuche mal Poppy, vielleicht mache ich nachher auch mal Mais drauf, aber ich bin mir nicht sicher. So, wisst ihr Bescheid. Ich baue alles auf und dann schauen wir mal. Dann melde ich mich gleich zurück. So, meine Lieben. Ja, alles fertig. Zwei Kollegas kommen ja vorbei. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist nicht so viel Druck drauf wie da hinten, wo ich an der anderen Stelle war in dem Fluss. Hier ist eigentlich mehr Kanal. Das haben die Holländer doch recht gut im Griff mit den Kanälen. Ich hoffe, die Autos stören nicht, aber da kriegen wir schon hin. Links Poppy, rechts Poppy. Vielleicht mache ich gleich mal hier an der rechten Seite eine kleine Maiskette dran, damit es mal ein bisschen unterschiedlich ist. Oder Dosenmais-Edges. Mal gucken. Ich mache jetzt mal ein paar Minuten, Viertelstunde. Und dann überlege ich, was ich mache. Ob ich die jetzt so lasse mit zwei Poppys oder ob ich einen auf Grund gehe. Weil jetzt hier mit dem Kraut doch relativ wenig ist. Ich habe gerade schon wieder meine verkehrte Mütze aufgehabt. Meine private. Die darf nicht so versaut werden. So, ich habe hier wieder schön meine kleinen Pellets, 2 mm Pellets von Schleinschreck. Ich muss sagen, oh, die riechen gut, wirklich. Kann man machen. Bin gespannt, ob damit heute was geht. Gut, ihr Lieben, dranbleiben. So, meine Lieben, ja, hier war auch kein Zupfer, keine Schnurschwimmer. Hier hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber soll nicht sein. Weil das Problem ist am Kanal, ist laut. Ich finde mal, das Problem am Kanal oder an solchen kleinen Flüssen, da ist hier Mittagszeit,
ist echt so eine Art Schlafenszeit. Mittags geht da gar nichts. Heute Morgen war ich vielleicht an der verkehrten Stelle. Aber egal. Wir hoppen weiter. Wir packen jetzt ein, unser nächster Spot. Wisst ihr Bescheid? Hier war nichts. Auch kein Schnurrschwimmer, Jungs. Noch nicht mal ein Schnurrschwimmer. Ich glaube, hier war ich auch ein bisschen länger. Hier war ich jetzt anderthalb Stunden oder vielleicht sogar zwei Stunden. Oh, weil ich so ein bisschen an den Platz geglaubt habe hier, aber. Okay, meine Friends, meine Freunde, wisst ihr Bescheid? Drück schon mal auf Gefällt mir. Mach schon mal. Mach jetzt schon mal. Besser vorher machen, falls ihr keinen Fisch fangt. Aber egal, auch wenn ich keinen Fisch fange, das Ding kommt raus. Dann ist das halt so. Weiß ja vorher keiner, ob ich einen Fisch fange oder nicht. Ich schreibe dann einfach Riesenfisch vielleicht. Titel, Riesenfisch vielleicht oder nicht oder so. Also siehst du, war gut, dass wir uns alle nicht so ernst nehmen. Alles klar, meine Lieben. Dranbleiben. Wir ziehen jetzt weiter. Es geht weiter vorwärts. Ich habe an der neuen Stelle aufgebaut. Und hier wird der Kanal, jetzt ist ein Kanal, der wird immer enger. Kanal, Fluss, wie auch immer. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Kanal und Fluss? Kanal ist künstlich, Natur ist natürlich. Fluss ist natürlich. Oder? Weiß ich gar nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Bin mal gespannt. Wann denn mal ein bisschen was losgeht hier? Aber mittags ist am Kanal hier sowieso immer irgendwie schwieriger. Ein bisschen ranfüttern, wenn eh nicht so weit. Oh, gerade wäre ich vorbeigekommen. Muss ja immer ein bisschen aufpassen, weil hierfür brauchst du in Holland einen Waffenschein, den ich natürlich habe. Jungs! Ich habe jetzt immer noch beides Popper drauf. Mal gucken, was passiert. Aber auch keine Schnurrschwimmer heute. Weiß ich auch nicht, was mit der Fischchen los ist. Okay, wenn Biss kommt, seid ihr dabei. So, jetzt habe ich einen dran, ihr Lieben. Ich weiß nur nicht, wo er jetzt hingegangen ist. Wir schauen mal. Ja, klappt alles. Oh, der ist im Gestrüpp drin. Eieiei, da weiß, wo er hin muss. So, meine Lieben, haben wir einen erwischt. Ich weiß nicht, ob die Kamera lief beim Drill. Keine Ahnung, war ein bisschen hektisch. Ein bisschen Wasser drauf bei den Burschen. Ist nicht der größte, aber der schönste. Ein schöner Wilder. Schöner wilder Schuppi, hatte Lust, mal eben einzusteigen. Da haben wir, guckt euch den kleinen Schuppi an, ein ganz wilder. Hat auch Spaß gemacht. So, meine Lieben, habt ihr gesehen? Kamera ausgegangen. Ah, aber weißt du, warum das war? Meine Nasenbohrer. Genau da, wo der Biss war,
bin ich hingegangen, habe schon mal Videos, also die Teilstücke runtergeladen auf mein Handy. Habe ich noch nie gemacht, sowas. So, jetzt war die ganze Zeit ein bisschen ruhig. Und jetzt habe ich gedacht, komm, holst du die Videos, die Teilstücke mal runter, fängst schon mal an zu schneiden. Und was ist, da kommt der Biss. Und da lief natürlich nichts mehr. Dann habe ich ihn irgendwie wieder angekriegt. Und dann beim Laufen der 30 Sekunden ist er wieder ausgegangen, deswegen. Naja, aber Fisch habt ihr nachher noch gesehen. War ja kein Riesenfisch. So, jetzt gehe ich erstmal hin. Bei der einen Route mit dem weißen Poppy, da mache ich jetzt erstmal hier ein Dosenmais-Edges dran. Von der Firma NatureBait. Vorhin habe ich, glaube ich, gesagt, Dosenmais-Edges von Boilie Scout. Ne? habe ich wieder Scheiße gelabert. Entschuldigung. Habe ich wieder Mist gelabert. So, das darf man ja nicht sagen. So, da wird man gleich wieder gesperrt in allen Sachen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Ob das alles so schön, alles so schön passt. Oh, riecht herrlich. Aber kein Poppy. Aber ich gehe mittendrin mal gucken. Gucken, ob es funktioniert. Auf gebissen hat der eine Karpfen, der Schuppi auf den roten Pop-up. Boah. So, jetzt schauen wir mal. Aber ich habe wieder ein Glück, ne? Die ganze Zeit nichts. Habe ich einen Biss? Die riechen gut, ey. Die Poppys riechen wirklich gut. Die finde ich gut. Ob da was zu futtern. Wobei ich jetzt stehen geblieben. Ja, die ganze Zeit war nichts. Dann habe ich einen Biss. Und dann läuft die Kamera wieder nicht. Das ist so bei mir. Das ist so. Müssen wir mit klarkommen. So, dann ist mit so einem Speer hier. Den spießen wir jetzt auf. Mal gucken, ob die Schlaufe groß genug ist. Ja, ist groß genug. Ja. Zack, das ist auch wieder drin. So, sieht gut aus, oder? Ich denke mal, Dosenmais-Edges nennen die sich. Habe ich schon gute Fische mitgefangen. Auch gute Karpfen alles. Ja. Ich will ja noch mal ein schöner Graser. Schauen wir mal, was passiert. Oh, ganz schön nah die Kamera, oder? Könnt ihr den Sexy Boy schön begutachten. Pass auf, jetzt geht los hier. Und tschüss. Hammer. Schön nicht vergessen, die Rolle aufzumachen. Hier musst du wirklich mit offener Bremse arbeiten, weil wenn du mit so einem kurzen Abstand die Rolle zu hast, zack, ist die Rute weg. Dann kannst du dir das angucken, wie die wegfliegt. Gut. Ich mache jetzt hier noch eine halbe Stunde. Wie spät haben wir eigentlich? Wir haben jetzt, oh, wir haben schon 5 Uhr. Ja, dann mache ich nur ein Viertelstündchen. Ich fange jetzt schon mal hier an, leicht einzupacken. Die Zeit fängt jetzt an. Okay, wir haben 5 Uhr. Der Fisch, der kam so Viertel vor 5. Jetzt geht so langsam am Abend rein. Jetzt werde ich gleich noch einmal eine andere Stelle aufsuchen. Und dann schauen wir mal. Also mittags, 3 Stunden, 4 Stunden ist der Kanal immer tot. Und heute Morgen, ja gut, da war ich zu viel am Hoppen, da war ich erst zu weit oben. Da ist er natürlich ein Nachteil, wenn er anfängt rumzuhoppen oder viel hin und her rast. Ob das jetzt wirklich auch so gut ist, weiß ich auch nicht. Aber so lernst du den Kanal gut kennen. Ich habe jetzt hier schon 3, 4 Stellen, wo ich sage, wow, hier fängst du immer gut. Oder hier fängt man immer Fisch und dann ist schon mal
Ganz wichtig. Okay, ihr Lieben. Ich packe ein, bin aber am nächsten Spot. Wisst ihr Bescheid? Dranbleiben. Nicht weggehen, dranbleiben. Wenn es euch jetzt schon gefällt, drückt mal auf Gefällt mir. So, ich packe ein. Alles klar, meine Besten. Sieht schwierig aus. Bis auf den einen Bunker. Haben wir nicht viel gekriegt. Ja, manchmal ist das so. Aber Hauptsache Fisch, wenigstens nicht Schneider. Das ist ja schon mal was. Eine Stunde mache ich noch. Mal gucken, ob noch was geht. Habt ihr gestern 3 Tage her, die Werbung gesehen, habe ich mal Werbung gemacht, ja. Ich hoffe, da verzeiht ihr mir, aber ich muss dabei sagen, das Produkt ist aber auch wirklich schon gut, ne? Diese Amitec-Lampen, das ist schon echt hochwertig gutes Zeug. Und ich muss ja echt dabei sagen, so manche kannten die, ja? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kannte sie vorher nicht. Hoppala, das kann ein bisschen sein. Und haben die auch ein paar Stück welche bestellt. War ich aber überrascht. War nicht gut. Auch wenn jetzt, sagen wir mal, zig Leute was davon bestellen oder so, ich habe da nichts von. Das Einzige, ich habe die so gratis gekriegt, das sei auch ganz ehrlich. Und dafür habe ich das jetzt mal einmal auf den Kanal draufgehauen und fertig. Mehr mache ich da auch nicht. Aber die sind schon wirklich gut. Die Lampen sind spitze. Nicht, dass ihr meint, ich haue jetzt alles voll zu mit Werbung. Weil das ist auch nicht so, muss auch nicht so sein. Und wenn ich Werbung mache, dann auch ein bisschen mit Gewinnspiel. Muss dann drin sitzen. Und diesmal war das Gewinnspiel für mich. Ja, ganz einfach. Muss auch mal sein. Naja. Bin mal gespannt, ob noch einer geht. Wird kalt. Irgendwie wird kalt. Also einen erwarte ich noch. Einer dürfte noch geben. Ich würde haben wir jetzt. Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Zack. 8 Uhr. Ui. Wird auch fresh. Eine halbe Stunde, Stunde mache ich noch. So ein Kanal ist schon zickig, ne? Entweder geht richtig was oder geht gar nichts. Aber gut. Mal gucken, wo wir nächste Woche sind. Nächste Woche ist, Entschuldigung, ist der René wieder mit dabei? Hat lange genug Urlaub gehabt, der Junge? Und danach bin ich, glaube ich, wieder einmal alleine. Weiß ich jetzt aber nicht so genau. Und dann geht es um Kutter. Auf Dorsch. Da gehen wir Dorsch angeln. Hoppala. Hab mir extra eine Rute geholt. Beim Fisherman's Partner in Förde habe ich mir die gekauft. Klasse Rute, klasse Rolle, super Beratung. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung von Hochseeangeln. Auf Dorschangeln. Weiß ich auch nicht. René hat mich, schleppt mich dahin. Der hat das schon ein paar Mal gemacht auf so einem Kutter. Ach Gott. Könnt ihr euch vorstellen, ich auf so einem Kutter? Das wird was werden. Das sage ich euch aber ganz klar. Das wird eine Herausforderung für mich. Bin schon mit so ein kleines Bötchen abgesoffen. Wisst ihr Bescheid. Vom Video. Ich nehme alles am Material mit. Dann können wir immer ein kräftiges Video machen. Muss man nur gucken hier mit den Akkus. Nur alle Akkus voll machen. Das wird was werden, ey. Ach ja. Gut, meine Besten. Ich werde noch ein bisschen fischen, ohne Fisch. Vielleicht auch mit Fisch. Keine Ahnung. Habt ihr schon gehört? Mein Wackeldackel hier. Der wird nicht mehr gebaut. Katastrophe. Gib mir nicht mehr. Da muss ich mir dann einen anfertigen lassen. Schreibt mal in die Kommentare. Kennt ihr jemanden, der solche nachbauen kann?
Würde mich freuen, weil meiner ist so langsam. Den habe ich jetzt ein paar Jahre so richtig schön durchgeritten. Mit meinem Poppis. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wer sonst noch solchen Wackeldackel hat. Oder wer solche nachbauen kann. Ich glaube, der Adelsmann. Adelsmann, kennt ihr den? Der kann das vielleicht. Muss ich den mal anschreiben. Weil so ist das eigentlich gut. Das Konzept ist gut, das ist alles top. Gut, der ist ein klein bisschen wackelig, aber wenn der mit anderen Beinen gemacht wird, richtig top gemacht wird, mir gefällt der. Für mich ist der perfekt. Ja, was soll ich denn machen? Gibt keinen Wackeldackel mehr. Muss ich gucken, wo ich damit angel. Alles klar, wir sehen uns. Gleich. Ich hoffe noch mal vor der Matte. Oder vor dem eingepackten Wagen. Meine Lieben. Wisst ihr Bescheid. Bleibt mal dran. Hat euch die Mittagspause gefallen? Geht wieder, oder? Mach schon mal, gefällt mir. Muss ja weiterlaufen. Okay, meine Lieben, bis gleich. Das war's. Das war Flusskanalhoppen. Ich habe mehr erwartet, ganz klar. Ich weiß nicht, wo dran gelegen hat. Vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn man am Kanal, obwohl ich das nicht glaube, immer wieder die Stellen wechselt. Ich glaube, dass das schon gut ist. Außer, boah, ist richtig kalt geworden. So, ich hab ein Mikrofon hier. Ich brauche gar nicht mal mit den Kappes nach vorne gehen. Ja, was wollte ich sagen? Ja, weiß ich auch nicht, was jetzt gut ist. Keine Ahnung. Ich bin auch kein, ich weiß auch nicht alles. Heute hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Einen Panker habe ich gefangen. Einen Schuppi, einen wilden, ganz wilden. Einen halbstarken. Sonst kaum Schnurschwimmer gehabt. Jetzt, vorhin hatte ich noch mal ein, zwei Schnurschwimmer, deswegen muss ich noch ein bisschen gucken. Aber ich packe jetzt ein. Das bringt nichts. Das wird jetzt auch richtig, boah, richtig kalt. Naja, schauen wir mal. Hab ja einen Fisch gefangen. Ich bin mal gespannt, wie das Video wird. Wenn es euch gefällt, macht ein Gefällt mir rein. Vielleicht auch mal teilen, wäre auch ganz cool. Mittagspause ist ja auch wieder am Start. Es läuft wieder alles. Ich glaube ja immer bis zur letzten Sekunde. Ne? Alles klar, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche beim Mittagstisch. Ist das nächste dann halt, ne? Mittagstisch, genau. Und dann sind wir wieder irgendwo mit René am Angeln. Ich weiß, wir wissen noch nicht genau wo. Rein geht auf jeden Fall nicht. Da ist überall Katastrophe. Alles klar. Wir sehen uns. Peace geht raus. Euer Günni. Ciao.